So, dann erledigen die, glaube ich, wenn die schießen. Das wäre vielleicht eine Idee. So, den erwischt, das bemerkt der andere jetzt nämlich nicht. Oder er hat es bemerkt, aber das war zu spät für ihn. Lungentreffer. F, um Fallen zu stellen, Gegenstände zu benutzen. Fallen töten Feinde, ohne dass sie auf deine Position aufgenommen werden. So, das da können wir natürlich sprengen. Ach, verdammt. Ich wollte seine Granate erwischen, das habe ich aber nicht geschafft. Aber jetzt erwischen wir ihn eben nochmal. Also die Killcam haben sie insgesamt ein bisschen geändert und sie ist jetzt komplett animiert, glaube ich. Angriff läuft. Ich sehe aber gerade niemanden. Ja, wir haben das hier nicht ganz so geschickt gemacht, aber ich muss mich halt eben noch ein bisschen reinfinden, weil ich hatte jetzt keine Ahnung, wie ich die jetzt besiegen soll. Warte, bis dann Reichweite. Hat sich da hinten was bewegt? Ich meine ja. Bin mir aber auch nicht sicher. So, okay. Alles klar. Also das scheint wahrscheinlich das gesichert ist. Auf was schießen die? Solange sie nicht auf uns schießen, das ist mir, bin ich zufrieden. Wir könnten die Nebelwerfer natürlich zerstören. Aber wir können auch einfach die Crew kaputt, die Crew töten. Das könnte natürlich auch eine gute Lösung sein. Wie kommen wir da hoch? Ja, es gibt hier einen Weg, wie ich mir dachte. Natürlich so einen schönen Stealth-Weg. Ich finde die Light Race geil. Beziehungsweise die God Race. Oh. Nein, du siehst mich nicht. Oh Gott. Das ist gefährlich, mein Lieber, was du tust. Wachsam bleiben. Stimmt. Sollte man. Ich halte zumindest gar nicht laut. Aber du bist tot. Eigentlich kommen wir zerstören hier trotzdem ein, würde ich sagen. Weil wir es einfach können, um es mal zu zeigen. Eine mächtige Sprengladung kann mittels Scharfschützengewehr ferngezündet werden. F und Dynamit abzulegen oder F halten, um es zu werfen. So. Ich habe keine Ahnung, wann das zündet. Ertönt ihr das oder ist es einfach zu weit weg? Vielleicht hört ihr es auch gar nicht. Wäre natürlich die Möglichkeit, die es auch noch gibt. Das sind das C4, ja. So, da haben wir eine schöne Explosion. Okay, sie haben es gehört. Egal. Einfach mal, ich wollte mir einfach mal die Explosion zeigen. So, und den können wir jetzt. Das war gar nicht so schlecht, den können wir jetzt nämlich nehmen. Wir haben noch keinen Treffer bekommen, glaube ich. So, Geist. Ach, ist jetzt unsere Auszeichnung, Fertigkeit oder was ist das? Keine Ahnung, wir werden bestimmt noch das herausfinden. Auf jeden Fall gucken die alle hier hin, was mir nicht ganz so gut gefällt. Wir können natürlich eine Granate werfen, aber. Ich weiß nicht, ob ich es damit kaputt machen kann. Können es probieren. Ja. Yep. Oh, und den erwischen wir jetzt auch noch. Lol. Wir haben ihn. Irgendwie an die Waffen damit ihn zumindest kampfunfähig gemacht. Nebelwaffe ausgeschaltet. Da kann ich den Berg haben. Dynamit freigeschaltet. Oh, da ist ja noch einer. Damit habe ich jetzt nicht erster Schuss, den wir abbekommen haben. Das war nicht so professionell. Ich dachte, die wären jetzt weg. So, und da anscheinend dieser Ausrufzeichen ist unser letzter bekannter Punkt. So, auf jeden Fall plündern wir die mal kurz. Z gedrückt halten, okay. Nichts gefunden. Dann werden wir einfach mal. Nein, werden wir nicht.
hier rüber. Ach genau, da haben sie ja gerade sozusagen aufgesprengt. 120 Beats per Minute, also Herzschlag 120. Leiter drücken, um über Spalten zu springen. Und hier haben wir jetzt einen schönen Aussichtspunkt. Sniper Elite 3, Afrika. Errungenschaft freigeschaltet. Der Gazala Galopp. So, Belagerung von Tobruk. Quert mir es ja schon mal ziemlich gut ins Spiel. Und wir sind befördert. Private Mark 1. Mark 1. MP40 freigeschaltet. Dynamit freigeschaltet. Feuerstein und Stahl freigeschaltet. Kadettbonus 50. So, Mission abgeschlossen. Verteidige Tobruk vor dem Abzug. Optionale Ziele: 8 Feinde durch Stealth-Abschüsse getötet. Haben wir nicht geschafft, aber Mission stattdessen 19 Kills insgesamt. Gesamtschussentfernung 398,38 Meter. Feinde markiert 4, Standardwechsel 4. Gefunden: optionale Ziele nur von 1, Spielkarten nur von 1, Scharfschützenmesser nur von 1, Kriegstagebücher nur von 2, Weitschüsse nur von 1. Ja, okay, war aber auch der erste Level. Wir verloren Tobruk. Mein Tun aber zog die Aufmerksamkeit des britischen Marinenachrichtendienstes auf sich. Sie sind einem Protégé Hitlers nach Afrika gefolgt. Einem skrupellosen Verfechter von Nervengas während des letzten Krieges. General Franz Wahlen. Deren Informant ist von der Bildfläche verschwunden. Ich soll der Sache nachgehen. Erste Anlaufstelle ist die Gaborun-Oase, Transportknotenpunkt der Achsenmächte. Spätrupps und Kommandeure reisen hier durch, nebst Geheiminformationen. Ich habe den Schutz der Dunkelheit auf meiner Seite. Ein paar Offiziere sind in der Gegend, darum beginne ich hier mit der Suche. Um den See herum gibt es zahlreiche Anhöhen, perfekt um ein Gewehr aufzustellen. Wenn Wahlen hier gewesen ist, hat er eine Spur hinterlassen und ich werde ihn finden. Kampagne. Der britische Geheimdienst hat dich aufgrund deiner Fähigkeiten rekrutiert. Stelle Nachforschungen in Sachen General Wahlen an und finde heraus, was er vorhat. Gaborun. Keine Ahnung. Gefunden. Optionale Ziele. Gibt es 3 Sammelkarten, 1 Scharfschütze, 3 Kriegstabücher, 11 und Weitschüsse 1. Ja, wir sind natürlich Private Mark 1. Alpha. Neuer Gegenstand. M1 Garand, Stan Mark 2, Velrod. M24 Granate, Verband und Verbandskasten. Bewaffnung wollen wir uns erstmal eins angucken. Wir haben Alpha, Bravo, Charlie, Delta. So, gucken wir erstmal. Können wir die irgendwie verändern? Müssen bearbeiten, da ja. So, M1 Garand. So. M1 Garand. Dieses gewöhnliches halbautomatisches Gewehr mit hoher Schussfolge. Kano haben wir noch nicht frei. Dann gibt es noch Gewehr 43 und Lee Enfield MK2. Wir müssen jetzt gar nicht zu genau anschauen, da wäre noch ganz viel zum Anschauen später, da wir gerne noch überraschen lassen will. Dann können wir die upgraden, das ist natürlich geil. Zielfernrohr Standard, stand natürlich kurz hier vor. Zielfernrohr gebläut, modifiziertes, überholtes Zielfernrohr mit haltbarer Schutzschicht. Verringert Rückschuss, verringert maximal Zoom, das ist natürlich kacke. Und Zielfernrohr Messing, aus qualitativ hochwertigem Teil, handfertiges Zielfernrohr mit korrosionsbeständigem Gehäuse, begrenzt Bindungsgeschwindigkeit, beeinträchtigt Gewehrstabilität, erhöht maximalen Zoom. Naja, so ist eigentlich das Normale, ist immer das Beste, oder? Dann Standard, Gewehrlaufstand natürlich. Lauf verbessert, modifizierter und überholter Lauf mit Feuerdämpfer, verringert Mannschaftswirkung, erhöht Mündungsgeschwindigkeit. Lauf erweitert. Dann maßangefertigter Lauf mit präzisem Drall und verbessertem Feuerdämpfer, verringert Mannschaftswirkung, erhöht Mündungsgeschwindigkeit, beeinträchtigt Gewehrstabilität. Das ist alles so, immer so ein Kompromiss muss man schnell immer machen. Schaft Standard, dann Schaft gepolstert. Modifizierter Schaft mit Wangenpolster, ausgebessert und eingebettet Teilen für mehr Stabilität. Erhöht Mündungsgeschwindigkeit, erhöht Rückstoß. Warum erhöht das Mündungsgeschwindigkeit? Das ergibt keinen Sinn. Egal. Und warum das den Rückstoß? Okay, vielleicht kann das schlecht kontrollieren. Schaft angepasst, massangefertigter Schaft mit der auf den Schützen zugeschnitten mit Anschlag besetzt. Verringerter Rückstoß, beeinträchtigte Gewehrstabilität. Da muss man anscheinend so oft aus allen 4 Sachen immer so das Beste zusammenbauen, ne? Also so einen guten Mix finden. So, der Mechanikstandard.
Mechanik, Schallmechanik, der Abseits, Arbeitsteil, Gott, Bolzen und Auslöser. Dann Mechanik modifiziert. Eine verbesserte Mechanik für mehr Treffsicherheit mit angepasstem Abzughebel. Erhöht Mündungsgeschwindigkeit, erhöht Rückstoß. So, dann Mechanik verbessert. Also wir haben Mechanik Standard, Mechanik modifiziert, Mechanik verbessert. Aus qualitativ hochwertigen Teilen handgefertigte äußerst präzise Mechanik auf den Anwender abgestimmt. Begrenzt Mündungsgeschwindigkeit, verringert Rückstoß. Okay. So, dann Sten MK2 haben wir natürlich auch noch. Da, was haben wir denn da so? Haben wir anscheinend mehr frei. MP40 können wir auch nehmen. Also Sten MK2, sehr genau 9mm Maschinenpistole. Oft im Einsatz bei Truppen des Commonwealth. MP40, deutsche Maschinenpistole mit rechten Munition hinter feindlichen Linien. Dann haben wir noch die Thompson und die Panzerschreck können wir nehmen. Okay. Dann kostet es dann die MP40 hat mehr Genauigkeit, mehr Entfernung, mehr Schaden. Ja, okay. Da können wir eigentlich gleich zu MP40 wechseln, würde ich sagen. Hier würde ich noch kurz lesen. Gewöhnliches halbautomatisches Gewehr mit hoher Schussfolge. Dann Fadenkreuz. Deutsch 1A Spezial. Deutsch 1A Weit. Dann Deutsch 1A Post Schwer. Spezial taktisch. Langstreckenduplex, Weitduplex, Schwerduplex. Deutsch 5C Post. Deutsch 5C Post Duplex. Deutsch 5C Post taktisch. Feines Fadenkreuz. Feines Fadenkreuz Spezial. Feines Fadenkreuz. Detailliert. Ja. Ja, ich würde eigentlich sagen, erstmal Deutsch 1A Spezial ist so das Beste bisher. Also kann man sich später nochmal genau mit auseinandersetzen, aber. Ja. Okay, das kann ich anscheinend nicht anpassen. Nein, kann ich nicht. So, dann haben wir aber Velrod, können wir auswählen. Velrod, Kurzstreckenwaffe mit Schalter nützlich, um unentdeckt Ziele auszuschalten. Stell. Dann Luger P08 haben wir da auch noch und Wembley MK4. Oh, ein Revolver, geil. Aber ich denke mal, Velrod ist hier schlauer, weil sie ja einfach den großen Vorteil hat, dass sie Leute, dass sie es mit Schalldämpfer hat. Verband, ein Wiederherstellungsgegenstand für 2 Gesundheitssegmente. Verbandskasten, volle Gesundheitswiederherstellung, kann nur im Sterben verwendet, im Stehen verwendet werden. M24 Granate, deutsche Granate mit kleinem Explosionsradius. Dynamit will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich denke mal, oh, wir haben 2 Slots jeweils. Ich denke mal, dafür können wir den Verband noch zu Hause lassen. Verband. Dann nehmen wir Dynamit mit einer mächtigen Sprengung und kann mit Scharfschützengewehr ferngezündet werden. High Explosive TNT Pound Net. Dangerous. Landmine, Stolpermine, S-Mine. Anti-Infanterie-Mine für groß angelegte Flächenschaden. Und PB-Munition. Panzerbrechende Munition kann Fahrzeuge mit wenigen Schüssen zerstören. Interessant. So, dann nehmen wir natürlich Dynamit. Das hat höhere Wurfdistanz, kleinere Wurfdistanz als Granaten, höheren Explosionsradius und einen höheren Schaden. So, Dynamit. Und Verband, klar, den Verband kann man schneller einsetzen, aber mal sehen, wir lassen es erstmal so. Wir können es ja immer mal ändern. Je nachdem, wie wir es benötigen. So, Alpha dann natürlich, ja. Yep. Schwierigkeitsgrad ist richtig und dann Start. Speichere oft, man kann nie wissen, wann ein Feuergefecht ausbricht. So, sind wir auch schon hier drin. An dieser Stelle muss ich dann aber auch eine kurze Aufnahmepause machen, denn ich muss schnell rendern, es ist 17:05 und in 55 Minuten muss das Video schon online sein. Das heißt, wir werden gleich weiterspielen, bei euch gibt es einen kurzen Cut, aber mehr nicht. Dann, ja, bis gleich.